Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Lana Loca. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute werden wir zusammen diesen kleinen Schal häkeln. Es wird ja jetzt langsam immer kälter und die Anleitung ist auch ganz einfach gemacht und für absolute Anfänger geeignet, denn ihr müsst nur wissen, wie ihr feste Maschen häkelt. Also wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, dann schnappt euch jetzt Wolle und Häkelnadel und los geht's! Ich hatte hier noch einen riesigen Knäuel Wolle zu Hause, den ich dafür benutzt habe, aber den habe ich natürlich nicht komplett gebraucht. Ich schätze, ich habe so ungefähr 50 bis 100 Gramm Wolle dafür benötigt. Das Ganze habe ich mit der Stärke 4,5 gehäkelt. Ihr braucht außerdem natürlich eine Schere, eine Stopfnadel und einen Maschenmarkierer. Und falls ihr keinen habt, dann könnt ihr aber auch einfach eine Haarklammer zum Beispiel dafür nutzen. Und ich verlinke euch nochmal alle Materialien unten in der Infobox. Als allererstes starten wir jetzt mit einer Luftmaschenkette und zwar in der Länge von eurem gewünschten Umfang. Also bei mir waren es jetzt 60 Luftmaschen, die ich angeschlagen habe und das hat dann am Ende einen Umfang von ungefähr 56 cm ergeben. Ich habe jetzt hier meine Anfangsschlaufe gemacht und fange jetzt mit den ersten Luftmaschen an. Falls ihr wirklich noch kein einziges Projekt gemacht habt, dann verlinke ich euch jetzt nochmal mein komplettes Anfängervideo oben rechts in der Ecke. Dort zeige ich euch ganz detailliert Schritt für Schritt, wie ihr Anfangsschlaufe und Luftmaschen macht. Da könnt ihr gerne einmal reinschauen und dann müsst ihr jetzt erstmal eben so viele Luftmaschen anschlagen, wie ihr euren Umfang breit haben wollt. Ich habe jetzt hier meine 60 Luftmaschen gehäkelt und jetzt müssen wir das Ganze zu einem Kreis schließen. Dafür fahre ich jetzt einmal die ganze Luftmaschenkette mit meinem Daumen entlang, weil ich eben beim Langfahren darauf achte, dass sich das Ganze nicht verdreht. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass ihr eben schaut, dass sich das Ganze nicht verdreht. Bin jetzt hier am Ende angekommen bei meiner ersten Luftmasche. Und jetzt lege ich mir meine erste und meine letzte Luftmasche quasi so gegenüber, sodass ich da jetzt einfach in der Runde weiter häkeln kann. Und zwar steche ich dafür dann in meine allererste Luftmasche ein, hole den Faden, ziehe ihn durch und ziehe ihn auch durch die Schlaufe, die ich auf der Nadel habe. Das ist eine Kettmasche. Jetzt macht ihr eine Luftmasche. Und in dieselbe Masche, in die wir eben eingestochen haben, also die erste Luftmasche, stecht ihr jetzt nochmal ein und macht dort eure erste feste Masche aus der ersten Runde. Dann geht ihr weiter zu der nächsten Masche, stecht dort ein, holt den Faden und macht dort eure zweite feste Masche rein. So, wir haben jetzt in dieser Runde zwei feste Maschen gehäkelt und das ist die Luftmasche, die wir am Anfang gemacht haben. Das ist die erste feste Masche und das ist jetzt die zweite. Und die erste feste Masche, die wollen wir uns mit unserem Maschenmarkierer einmal markieren, damit wir eben ganz genau wissen, dass jetzt dort die Runde anfängt. Das heißt, wenn wir dann einmal rum sind, dass wir eben ganz genau wissen, wo die Runde dann endet. Dann geht ihr jetzt weiter zur nächsten Masche, macht dort eine feste Masche rein, dann zur nächsten Masche, auch dort macht ihr eine feste Masche rein und so geht ihr jetzt komplett einmal die ganze Luftmaschenkette entlang und macht überall in jede Masche eine feste Masche rein. Aber wie gesagt, achtet auf jeden Fall darauf, dass sich dort die Luftmaschenkette jetzt nicht verdreht, sondern dass ihr das alles schön eben gerade in einer Linie häkelt. Ich bin jetzt fast am Ende angekommen. Ich habe jetzt hier noch zwei Maschen, in die ich jeweils auch wieder eine feste Masche reinhäkeln muss. Und dann ist die erste Runde auch schon fertig. Jetzt kommt hier noch die letzte feste Masche rein. So, das war jetzt unsere Runde Nummer 1. Dann könnt ihr den Maschenmarkierer einmal rausnehmen. Und in diese Masche häkelt ihr jetzt direkt weiter und zwar macht ihr dort auch wieder einfach eine feste Masche rein. Das heißt, wir schließen die Runde nicht richtig, sondern häkeln einfach in Spiralrunden, nennt sich das weiter. Diese markiert ihr euch dann jetzt auch direkt wieder, weil das die erste feste Masche jetzt aus der zweiten Runde ist. Und das sorgt eben dafür, dass wir da nicht so einen harten Übergang haben.
und das Ganze halt eben ein bisschen weicher aussieht. Deswegen, wenn ich solche Sachen häkel, mache ich eigentlich sehr gerne eben Spiralrunden und schließe die Runden nicht ganz normal mit einer Kettmasche, wie ihr das vielleicht in anderen Videos schon gesehen habt. Und so häkelt ihr jetzt einfach weiter und zwar bis zur gewünschten Höhe, die ihr haben möchtet. So, ich habe jetzt hier ein paar Reihen schon weiter gehäkelt und habe jetzt hier ungefähr eine Höhe von 16 cm gehäkelt und mein Umfang ist, wie gesagt, ungefähr bei 55, 56 cm. In der letzten Runde müssen wir das Ganze jetzt natürlich schließen, das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier schon meinen Faden abgeschnitten, weil meine Kamera gerade nicht funktioniert hat, deswegen nehme ich das jetzt nochmal auf. Bei euch ist jetzt der Faden eben noch dran. Wir haben hier unsere markierte Masche und in die macht ihr jetzt eine Kettmasche rein. Das heißt, ihr stecht ein, holt den Faden, zieht ihn durch und zieht ihn auch durch die Schlaufe, die ihr auf der Nadel habt. Und mit einer Kettmasche schließen wir eben unser Projekt. Das Ganze könnt ihr dann jetzt eben abschneiden. Wie gesagt, bei mir war der Faden jetzt sowieso schon abgeschnitten. Und dann können wir den jetzt einmal verknoten. Also ich mache das ganz gerne, dass ich dann den Faden einfach durch die Schlaufe durchziehe. Das fixiert das Ganze schon mal schön. Und dann müssen wir unseren Endfaden natürlich noch gut vernähen mit Hilfe unserer Stopfnadel. Das sorgt dann eben dafür, dass man den Faden nicht mehr sieht, weil das ist halt nicht so schön, wenn ihr da euren schönen neuen Schal präsentiert und dann da so ein Fädchen rausguckt. Deswegen fädeln wir das Ganze jetzt einmal auf unsere Stopfnadel drauf. Und jetzt gehe ich einfach so ein bisschen durch die Maschen und steche dann einfach so ein bisschen von vorne nach hinten, ziehe dann den Faden da durch und dann gehe ich jetzt hier nochmal von hinten nach vorne. Dann steche ich auch mal hier einfach durch die Mitte, ziehe den Faden da durch und ich mag es auch ganz gerne, dass ich zwischendurch das Ganze dann nochmal verknote. Das ist eben dann noch so ein zusätzliche Stärkung quasi. Und dann könnt ihr das Ganze halt noch ein paar Mal hin und her vernähen, von vorne nach hinten stechen durch mehrere Maschen. Und dann müsst ihr das Ganze natürlich auch nochmal mit eurem Anfangsfaden machen. Ganz wichtig, den nicht vergessen, der muss natürlich auch gut versteckt werden. Und wenn ihr dann eure beiden Fäden eben gut vernäht habt, dann ist euer Projekt auch schon fertig. Und dann könnt ihr euren schönen neuen Schal endlich in voller Pracht präsentieren. Ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen und ihr habt ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Schaut doch auch gerne auf meinem Kanal vorbei und guckt euch an, was für andere Projekte ich noch habe. Da ist garantiert was für euch dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Like, einen Kommentar und natürlich auch ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal.